Servus Busbastler, heute wird optimiert. Und zwar an ganz verschiedenen Stellen. Punkt Nummer 1. Bei der Kühlbox ist es so, vor allem wenn die Temperaturunterschiede sehr hoch sind, bildet sich da drin Kondenswasser. Völlig normal. Die Box hat einen Ablauf und jetzt wäre es natürlich ganz cool, wenn man das einfach aufmachen könnte und das unten durchfließt. Dummerweise ist aber ein Brett drunter und da kommt jetzt mal ein Loch rein. Die nächste Baustelle ist dann schon ein bisschen größer, da geht es dann ein bisschen auch wieder um mein Lieblingsthema, nicht Elektrik. Und zwar ist es so, dass ich mir anscheinend hier mal dieses Kabel eingeklemmt habe und offensichtlich auch schon des Öfteren. Das ist also auf jeden Fall was geändert werden muss, und zwar schnell. Deswegen werde ich das Kabel jetzt mal wieder mit einer Schleppkette verlegen. Damit ich das aber ordentlich machen kann, muss ich das Heckmodul ausbauen. Das heißt, der ganze Kack muss raus. Natürlich deutlich angenehmer gewesen, wenn man einfach jetzt zum Beispiel im Winter ohnehin vielleicht mal alles ausgeräumt hätte, um sauber zu machen. Aber ja, da das Kabel eben schon verletzt ist, muss es eben sofort gemacht werden. So, und zwar mit so einem Ding hier, da habe ich ja schon bei meinem kleinen Stränkchen gute Erfahrungen gemacht. Das Video könnt ihr euch hier nochmal anschauen. So sieht das Ganze jetzt aus. Und zwar habe ich hier von außen kommt quasi das Kabel mit dem 12-Volt-Stecker. Hier ist nochmal eine kleine Zugentlastung mit einem Stecker. Geht dann hier über diese Kette nochmal an den Stecker. Das hat den Grund, damit ich die beiden Stecker einfach, die zwei hier, zusammen machen kann. Und wenn ich die Kühlbox beispielsweise mal wieder in einem normalen Auto oder sowas am Zigarettenanzünder laden möchte oder betreiben möchte. Und dann geht es quasi hier über den Stecker in die Kühlbox. Sollte funktionieren. Bevor ich jetzt aber dieses Modul wieder einbaue und ich sowieso gerade dabei bin, mit Strom zu hantieren, ich habe mir hier noch so eine kleine USB-Steckdose besorgt und die möchte ich hier in die D-Säulenverkleidung mit einbauen, damit ich hier mein Handy laden kann. Das Ganze ist ja eigentlich nur mal wieder geklipst. Ich habe das jetzt schon mal ausgehängt, weil ich schauen musste, wo Platz hat. Hier ist quasi genügend Platz, wo ich das einbauen kann. Und ihr habt hier einfach nur diese drei Klipse und diese drei Nasen, die dann quasi hier am Fenster einfach in die Klammern eingehängt sind. Der Stecker sitzt noch nicht so wirklich gut, weil natürlich ist das Material von dieser Blende recht dünn. Der Stecker selber ist für eine Tischplatte ausgelegt. Deswegen habe ich mir jetzt noch ein Stück Holz zugeschnitten und ein Loch reingebohrt. Und das stecke ich jetzt einfach nur noch von hinten drauf, sodass das ein bisschen Stabilität bekommt. So, Fenster schön einrasten. Und dann sieht das doch ganz passabel aus. Jetzt noch verkabeln. Schnell mal. Ich zeige euch nachher, was ich gemacht habe.
Shit. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Strom hasse? Neuer Tag, neues Glück. Und wie zerstört man sich nicht seinen USB-Stecker? Also, dieses Teil, das ich hier verbaut habe, ist offensichtlich nicht idiotensicher. Ich habe es nämlich geschafft, das Teil verpolt anzuschließen. Und dann gab es eine kleine Rauchwolke in diesem kleinen Stecker. Und das war's. Mal gucken, was die wenigstens nochmal an. Ich hoffe mal, dass der Film hier jetzt nicht gesperrt wird, weil ich hier so rumfluche, aber vielleicht muss ich das auch auspiepsen. Also falls ihr ein paar Piepsgeräusche oder Lücken im Ton habt, ja. Seht ihr das da? Da ist das Teil schön durchgeschmort. Ja, wenn man keine Arbeit hat, macht man sich welche, ne? Also das ist jetzt schon 2 Tage her, dass das passiert ist. Deswegen habe ich mir einen neuen Stecker besorgt. Der ist zwar nicht so schön wie der weiße, aber er hat etwas, das der andere nicht hat. Klar gekennzeichnet Plus und Minus. Ne? Muss ich halt damit leben. Elektrik ist nicht meins. Ich werde mich trotzdem noch mal dran trauen. Aber das ärgert mich. Also gut. Naja, Stecker, neues Glück. Das Gute hier ist jetzt auch, dass ich den direkt verbauen kann und mit dieser Konterschraube, Kontermutter, hier auch direkt dran schrauben kann. Jo, also nochmal neu verdrahten, ne? So, und die Sicherung, die baue ich möglichst nah an der Batterie ein. Das heißt, ich werde das mit der Batterie verbinden, das mit dem Kabel, das nach hinten führt und dann eben mit dem Dings hier verkabeln. Ich werde übrigens bald mal eine ausführliche Roomtour mit allem machen, was ich da jetzt an diesem Bus bisher gebastelt habe und wie es alles funktioniert. Bis dahin werde ich aber noch ein paar Sachen machen, damit ihr nichts verpasst. Kanal abonnieren. Und wenn man es richtig macht, funktioniert das Ganze auch. Lernen durch Auer, sage ich dazu immer. Auf zum nächsten Projekt. Außerdem gab es noch eine kleine Temperaturanzeige. Da muss ich allerdings den Außensensor noch verlegen. Bei diesem Sitz im Tagesbetrieb ist der ja hier der Deckel zugeklappt und ich benutze den auch, um zum Beispiel aufs Dach hochzuklettern. Da steige ich einfach hier drauf und da ist es schon mal passiert, dass ich ein bisschen zu ungestüm war und dann zu viel Belastung auf diesen Magnetschnapper hier drauf gekommen ist und der deswegen so ein bisschen ausgerissen ist. Nichts Dramatisches, kann man wieder neu verschrauben, kein Thema. Aber ich möchte jetzt hier einfach noch eine zusätzliche Holzleiste anbringen, damit das hier einfach besser unterstützt ist, wenn ich da hochkrabbel, dass das meine 90 Kilo auch locker aushält. Hier beisammen sind. Dieses tolle Schild hier oben und auch ein paar andere Sachen gibt es bei mir auf der Webseite ontour.schalldose.de. Da mal unter Shop Support schauen und jetzt machen wir weiter. Das Ding hier ist sauber unterstützt und ich kann da mal locker draufstehen.
Ja, und wo wir gerade hier oben sind, hier gibt es auch noch ein paar Updates. Einen habe ich hier noch Leiterhalterungen. Da kommt einfach so eine Teleskopleiter hin, die habe ich jetzt bestellt, die ist noch nicht da. Aber wenn ich die dann quasi hier anlehne, diese Halter sind dafür da, dass sie nicht seitlich wegrutscht. Und dieses Schätzchen hier ist auch neu. Ich wollte ihm jetzt nicht so ein Rohr irgendwie auf die Seite packen. Vom Frontrunner gibt es diesen 30 Liter Kanister. Und den finde ich ziemlich praktisch, aber den zeige ich euch jetzt nochmal von unten. Der Grund, warum das Teil so cool ist, für mich, ist halt, weil es eben direkt dieses Frontrunner-System dran hat und ich ihn einfach nur draufschnallen muss. Theoretisch könnte man aber auch jeden anderen Kanister auch nehmen. Der hier hat jetzt hier unten direkt seine Wasseranschlüsse. Ich habe hier so ein Kugelventil noch mit drin und dann hier einfach so eine Gardena-Kupplung an so eine, ja, keine Ahnung, wie nennt man das, Rohrschelle da unten dran geschraubt. Und was da unten ist, das hier ist einfach nur ein T-Stück. Damit kein Dreck reinkommt, da kann ich dann ganz normal einen Schlauch anschließen und kann damit dann meine Dusche befüllen, beziehungsweise ich kann hier selber noch mal so ein Teil dran machen und je nachdem, wie voll das dann da oben ist, wenn ich den aufmache, kommt da schon ein ganz schöner Strahl raus. Das wird allerdings vermutlich eher die Ausnahme bleiben, also wenn man vielleicht mal irgendwo steht. Primär ging es mir darum, meine Zeit zu verlängern, in der ich autark stehen kann. Bisher hatte ich ja immer... Moment, ich zeig's euch. Einen 10 Liter Kanister. Seht ihr mich? So. 10 Liter Kanister. Und noch meine Dusche. Da passen... 6 Liter rein und ich meine, mit den 16 Litern sind wir auch schon eine ganze Weile ausgekommen, so 3-4 Tage schaffen wir da schon, mit den 30 Litern da oben drauf natürlich dementsprechend mehr. Also ist das, glaube ich, eine ziemlich coole Geschichte und ja, wo wir hier sind, stimmt, das war es schon fast. Eine Neuerung habe ich noch, wer mir bei Instagram folgt und bei Facebook hat das vielleicht schon gesehen. Es wird nämlich Zeit, Feierabend zu machen. Und dafür hat Gustav einen wunderschönen Flaschenöffner. Prost und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da und abonniert diesen Kanal. Weitere Infos zum Thema und wie ihr diesen Kanal unterstützen könnt, findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen und hören uns. Euer Manu von Schalldose on Tour.